Hallo und herzlich willkommen zum einem Freitagsvideo. Okay, es ist nicht viel Zeit vergangen seit den Aufnahmen vom Mittwochsvideo und es sind immer noch 5 Wochen Unterschied für mich. Vier. Wenn ihr das seht, dann ist es 4 Wochen her, dieser Dreh. Ja. Aber ich habe mir in der Zwischenzeit irgendwie in den Finger geschnippelt. Ja. Ist eine Kunstfertigkeit. In nicht einmal 15 Minuten Aufnahmeunterschied sich in den Finger zu schnibbeln. Kann auch nicht jeder. Ja, auf jeden Fall, ich habe noch ein letztes Video zu dem Thema mit der Pflege und Unterstützung und allem. Und ich dachte, das erzähle ich euch jetzt noch fix. Also, ich bin vor kurzem gefragt worden, mehrfach, ob ich meine Welt nicht öde fände oder ob es mir nicht langweilig ist zu Hause oder ob ich nicht deprimiert bin oder wie auch immer man es formuliert, ob meine Welt nicht einfach doof ist. Sagen wir es einfach so. Und ich muss sagen, nein. Gut, das war's. Wir sehen uns dann. Nein. Das war gut, ha? Nein, also, nee, ist wirklich nicht so. Meine Welt ist für meine Verhältnisse wunderbar. Und dennoch gibt es etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann, was ich aber früher hin und wieder zu hören bekommen habe. Ich hatte eine Bekannte, die hat mir immer wieder gesagt, sie ist neidisch auf mein Leben. Wo ich mir dann immer gedacht habe, nein, glaub mir, du willst nicht in mein Leben. Es ist nicht so toll, es ist nicht langweilig, es ist nicht deprimierend, aber es ist auch nicht so toll. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, meine Welt besteht aus zwei Seiten. Auf der einen Seite, und das ist die Seite, die die meisten Leute sehen, bin ich ein relativ fit wirkendes junges Mädchen, das eben ihren Haushalt macht, das sich so gut wie möglich da versucht durchzuwursteln und das ja eigentlich ganz so wirkt, als ob sie es auch alleine schaffen würde. Und dann kommt meistens immer der Vorwurf und wahrscheinlich wird sie es auch alleine schaffen, wenn die Mutter sie nicht immer so verpempern würde. Das ist sowas, was mich meine Mutter tausendfach anhören muss. Und jetzt an alle da draußen, an jeden von euch, der das zu meiner Mutter gesagt hat und der das auch nur denkt. Nein, ist nicht so. Ich bin nicht so dieses stabile, starke Mädchen, das ich manchmal nach außen hin erscheine. Ich wirke sehr eloquent und sehr, sehr mir selbstbewusst, wenn ich hier vor der Kamera sitze. Aber ich bin nicht immer so. Ich bin auch oft so, dass ich einfach nur den ganzen Tag im Bett liege und nicht weiß, was ich mit mir anstellen soll. Ich bin oft an einem Punkt, wo ich nicht aufstehen kann, weil ich keine Energie habe. Ich habe vorher, bevor ich das Video angefangen habe, habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich muss mich jetzt eine Stunde hinlegen, weil mir einfach alles zu viel ist, weil mir heute der Tag zu viel war. Weil ich heute mit meinem Papa unterwegs war und wir waren dann zusammen bei der Bank und bei der Tankstelle und dann hatte ich noch Besuch. Und das alleine hat bei mir gereicht, dass ich so erschöpft war, dass ich fast meiner Mutter entgegengeflogen bin. Dass ich wirklich nur noch so halbwegs ins Bett gewankt bin und sofort eingeschlafen bin. Und wenn ich nicht meine Hand wie immer als Wecker unter meine Backe gelegt hätte, weil ich weiß genau, dass ich ungefähr nach einer Stunde anfange zu sabbern wie ein Niagara-Fall, dann wäre ich gar nicht mehr aufgewacht. Aber ich wollte ja noch das Video drehen für euch. Und ich weiß, dass ich, wenn ich eine Stunde Schlaf hatte, dann kriege ich auch wieder Energie. Aber das sind so diese Sachen. Ich weiß, wie ich es schaffe, dass ich meine Energien habe, dass ich meine Sachen geschafft bekomme und dass ich in meinem kleinen, wirklich kleinen Universum alles so einigermaßen auf die Reihe bekomme. Aber bei Gott, wenn ich mir vorstelle, dass mir jetzt irgendjemand sagt, ich müsste in die Welt da draußen, da wird es mir ganz Angst und Bang. Ich sag's wie es ist, ich komme mit der Welt da draußen nicht klar und ich werde das auch nicht, ich schaffe das nicht. Und es ist nicht so, dass meine Mutter mir sagt, du schaffst es nicht, sondern sie sagt sogar schon, sie sagt dir immer, ich helfe dir so viel, wie du möchtest und wenn du raus möchtest, dann unterstütze ich dich und sie ist da wirklich da und das sehen die meisten nicht. Und das finde ich so eine Frechheit. Die meisten sehen das Mädchen, das eben in dem Moment, wo sie da sind, fit ist. Aber was sie nicht sehen, ist das Mädchen, das zusammenkracht, das wirklich ein Wrack ist, sobald sie weg sind und es wirklich nur noch erschöpft da liegt. Und dann sich das zu erdreisten meiner Mutter, der Person, die mich pflegt, die mich hegt, die für mich da ist und die auch nur ihr Pensum an Energie hat, weswegen ich froh bin, dass meine Mutter Unterstützung bekommt vom Pflegedienst, dass sie Unterstützung bekommt auch von meinen Großeltern, der dann zu sagen,
Ja, du machst alles falsch, nur weil du dein Kind unterstützt und dass du, weil du ihr hilfst, dass sie ihr Leben so leben kann, dass sie nicht jeden Tag zusammenkracht und jeden Tag einen Overload hat. Finde ich persönlich eine Frechheit, eine Unverschämtheit und auch sehr respektlos gegenüber meiner Mutter. Hui. Ich weiß es nicht, wo das herkam, Mami. Tut mir leid. Es ist wirklich so. Ich habe Momente, wo es mir besser geht, wo ich mehr kann. Und dann unterstützen meine Eltern mich auch darin, mehr zu tun. Aber ich habe eben auch diese anderen Phasen. Und es ist leider, leider Gottes so, dass die anderen Phasen diese Phasen überwiegen. Babette Und und Winfried helfen, ja. Babette und Winfried helfen mir auch unglaublich viel. Und ich habe wirklich ein Riesennetz an Leuten, die mich unterstützen und stützen. Und ich finde es einfach ich find's unfassbar gemein, wenn Leute dann sich erdreisten und sagen, ja, du bist doch, wirkst doch so jung und fit und du hast doch die Energie, mach doch was aus deinem Leben und sei nicht so in deiner Wohnung, du kannst doch viel mehr erreichen. Und das finde ich unfair und zwar nicht mir gegenüber, weil bei Gott, ich kann's ab. Ich finde es unfair gegenüber all denen, die mich stützen, die da sind und ja, die meine Last mittragen. Boah, jetzt könnte ich heulen. Man sollte solches Videos. Also ich wollte eigentlich ein anderes Thema anschneiden, aber es ist jetzt irgendwie gerade aus mir rausgeplatzt. Ich weiß auch nicht, wo es herkam. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so kennt, ob ihr dieses Phänomen auch habt, dass euch Leute erzählen, wie schön eure Welt doch ist, nur weil sie nie erleben müssen, weil sie immer bloß einen Ausschnitt daraus sehen, und zwar den geschönten Ausschnitt. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, mein Leben besteht aus einer Müllhalde, das ist mein Alltag, wo schon für mich in Ordnung ist. Ich kriege meinen Alltag in den Griff, ich bin mit meiner Welt zufrieden und ich will nicht mehr. Ich will bei Gott nicht mehr. Ich will nicht in die Welt da raus, weil die mir einfach Angst macht auch. Und ich nicht weiß, ob ich mit der klarkomme. Und ja, ich taste mich immer mal wieder langsam an die Welt da draußen ran und ich versuche es so gut ich kann, diese Welt auch in meinem mit einzubeziehen. Aber dennoch bin ich auch froh, dass meine Eltern mir mit Auflagen, nämlich der Auflage, ich muss meine Bankgeschäfte alleine schaffen, ich muss die Postgeschäfte erschaffen und ich muss kochen und Abwasch machen können. Und das und backen. Naja, also backen ist jetzt nicht so wichtig. Aber eben, dass ich auch und dass ich mich selbst beschäftige, also im Sinne von, dass ich nicht zu Hause hocke und die ganze Zeit sage, Mama, es ist jetzt 15 Uhr. Mama, es ist jetzt 15 Uhr und eine Minute. Sondern dass ich es auch schaffe, meine Sachen zu tun und sie, also dass es nicht für sie eine Zusatzbelastung ist, im Sinne von, dass sie mich auch noch bespaßen müssen. Und solange ich das mache, haben sie zu mir gesagt, sie helfen mir, meine Welt so zu gestalten, dass es für mich eine lebbare Welt ist. Und ja, ich verstehe weder die Leute, die neidisch sind auf meine Welt, weil die sagen vielleicht, du kannst den ganzen Tag ausschlafen. Mein Gegenargument, ich muss den ganzen Tag schlafen, weil ich nicht die Energie habe sonst. Die sagen vielleicht, du musst nicht arbeiten gehen. Mein Gegenargument, ich koche mir ein Abendessen und bin dann so fix und fertig, dass ich nicht arbeiten gehen könnte. Die sagen vielleicht, du hast so eine liebevolle Familie, die immer für dich da ist. Mein Gegenargument, auch die liebevollste Familie schläft bei Nacht und da bin ich wach. Also, meine Welt hat Pros und Kontras. Und sie ist nicht nur wunderschön, aber sie ist eben auch nicht gräuslich. Und für mich ist meine Welt, so wie sie jetzt ist und wie sie jetzt im Moment, gerade just diesen Moment ist sie gut. Und ich wollte jetzt auch gerade, das habe ich erst heute, als ich mit meinem Papa da saß, gedacht, ich wollte nichts ändern. Mein Papa hat heute zu mir gesagt, ob ich alleine zur Tankstelle kann oder ob er mit soll. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich möchte es mal probieren, alleine zu gehen. Und ich habe es geschafft. Ich war sehr stolz auf mich. Vom Auto bis rein. Vom Auto bis rein. Also vom Auto, das fast schon vorm Eingang stand, bis zur Tankstelle rein. Und ich muss sagen, dennoch bin ich stolz auf mich, weil es für mich ein großer Schritt ist.
Und das ist das Problem. Manchmal, wenn du diese großen Schritte machst, traue ich mich nicht mal mehr, die mit den anderen zu teilen, weil wenn du einen großen Schritt machst, ist das für sie der Alltag. Und wenn die dir dann sagen, ist doch normal, ist doch was total Normales, dann bist du natürlich deprimiert, wenn du dann sagst, nee, für mich nicht, für mich ist ein großer Schritt. Und manchmal ist es auch so, dass sie dann zu viel von dir verlangen. Entschuldigt? Oh. Ja, ich glaube, ich krieg spätestens morgen meine Tage. So heulig, wie ich gerade bin. Ja. Und manchmal ist es so, dass es dann so ist. Ich sag, ich war in Österreich. Mich hat es dann zwar fast einen Monat hingenüschelt, aber ich war dort. Und das erzähle ich dann voller Stolz. Und dann heißt es als nächstes, ja, dann kannst du jetzt regelmäßig dahin gehen. Oder wir können ja zusammen zum Kino gehen. Oder wir können ja dies oder das. Und ich denke mir dann immer so, nein, es ist jetzt eine Sache, die ich geschafft habe. Und das heißt nicht, dass ich jetzt automatisch alles schaffe, sondern es das heißt einfach, dass ich einen Schritt gemacht habe. Und anstelle mir zu sagen, mach doch jetzt 10.000 Schritte weiter, sag doch einfach gut gemacht. Das wäre doch mal was, oder? Schwierige Kost auf die Nacht. Und ich soll jetzt nachher gleich noch ins Bett gehen und weiterschlafen. Das wird spannend. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das kennt oder wie das bei euch ist. Ihr könnt mir aber auch gerne schreiben, was ihr so erlebt habt diesbezüglich. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Oh, das war jetzt aber ein viel zu großer Bogen. Also nochmal. Oder an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Oh Gott, jetzt auch noch voll die schwere Kost aufs Wochenende. Ich muss echt mal mein Timing überdenken. Ja, ich wünsche euch dennoch ein schönes und entspanntes Wochenende und ja, wir sehen uns dann wieder nächste Woche am Mittwoch und das ist dann bei mir in 4 Wochen. Also bis dann, tschüss.